herzlich willkommen zu einem neuen Video und heute habe ich mal vielleicht den allerbesten FIFA 16 Starter-Tipp überhaupt für euch am Start. Denn mit dem Starter-Tipp könnt ihr euch bis zu 13.000 FIFA-Points für nur 10 Euro holen. Also diese Summen sprechen auf jeden Fall für sich. Das ist auf jeden Fall ein richtiges Schnäppchen. Wie ihr das Ganze macht, werde ich euch jetzt erklären. Zuerst einmal öffnet ihr eine Seite, die FIFA-Coins verkauft, zum Beispiel golda.com. Dann seht ihr hier schon Beispiele, wie man eben diese Coins dann bekommt, zum Beispiel Comfort Trade oder einen Account kaufen. Und ganz rechts seht ihr dann FIFA-Points-Account. Sehr, sehr interessant und dann seht ihr schon 2200 FIFA-Points für nur 2,24 €. Das ist auf jeden Fall richtig, richtig günstig, denn normalerweise kosten 2200 FIFA-Points ja 20 Euro, wie ihr wisst. Und dann geht ihr einfach auf Buy Now. Dann kommen wir eben zu dieser Seite. Hier sehen wir es dann, 2200 FIFA-Points für nur 2,24 €. Auf der Xbox dürfte das ein bisschen teurer sein, auf dem PC bin ich nicht ganz informiert. Und dann müsst ihr hier bei der E-Mail eben irgendeine E-Mail eingeben. Und dann könnt ihr hier noch einen Rabattcode eingeben von irgendeinem YouTuber, den ihr kennt. Ich nehme einfach mal von Gamer Brothers TV. Da bekommt ihr dann auch nochmal 4 Cent Rabatt. Ist zwar nicht viel, aber auf jeden Fall ja auch nicht schlecht. Ich meine, 4 Cent kann man auf jeden Fall mal machen. Und dann sehen wir hier schon, dass wir eben dann Auswahlmöglichkeiten zum Bezahlen haben. Zum Beispiel dann eben mit PaySafe Card. Da müssen aber dann 10% draufgerechnet werden. Das heißt, ihr müsst 10% mehr bezahlen. Dafür könnt ihr eben mit PaySafe Card bezahlen. Wir machen jetzt aber zum Beispiel PayPal oder so irgendwas. Da müsst ihr auf Payment Now drücken und dann könnt ihr euch den Account eben kaufen. Nachdem ihr den ganzen Vorgang mit dem Bezahlen dann abgeschlossen habt, bekommt ihr eine E-Mail an diese E-Mail gesendet und da stehen dann eben die Account-Daten drinnen für den Account mit den 2200 FIFA-Points. Für alle, die nicht wissen, wie man sich einen PlayStation-Account bzw. Xbox-Account einrichtet, die sollten einfach mal in YouTube eingeben, ja, Xbox bzw. PlayStation-Account einrichten und dort wird euch sicher weitergeholfen. Nachdem ihr den Account dann eingerichtet habt, müsst ihr einfach nur FIFA 15 mit diesem Account öffnen. Dann geht ihr ins Ultimate Team rein, dann müsst ihr dort eine Sicherheitsfrage beantworten. Die steht aber auch natürlich in der E-Mail-Adresse und dann seid ihr auch schon im Account drinnen. Danach habt ihr eigentlich nichts mehr zu tun. Das Einzige, was ihr dann machen müsst, ist zu FIFA 16 und das ist ganz, ganz wichtig. Wenn dann eben FIFA 16 draußen ist, ihr habt das Spiel, ihr habt die CD, legt die CD einfach ein und öffnet FIFA 16 mit dem Account, wo ihr eben diese 2200 FIFA Points drauf habt. Also den ihr gekauft habt mit dem Account, werdet ihr dann FIFA 16 öffnen, geht wieder in Ultimate Team rein, alles ganz normal, das wird sich ganz normal öffnen und dann seht ihr dort eben in FIFA 16 zu 99% 2200 FIFA Points, denn FIFA Points werden ja von FIFA 15 auf FIFA 16 übertragen. Aber Coins natürlich nicht, das wäre auch irrsinnig, aber FIFA Points werden, glaube ich, zu 99% übertragen, das habe ich aus einer ziemlich sicheren Quelle und das war letztes Jahr auf jeden Fall auch so, von dem her dürfte das auf jeden Fall klar gehen. Ihr wisst ja, wie das immer ist, am Anfang von FIFA sind die Spieler immer richtig teuer und da können ein paar FIFA Points auf jeden Fall sehr hilfreich sein. Mit den FIFA Points könnt ihr dann eigentlich nur Packs öffnen und hoffen, dass ihr einen guten Spieler bekommt. Aber wenn ihr dann einen richtigen Kracher bekommt, habt ihr auf jeden Fall schon einen richtig guten Start in FIFA 16 hingelegt. Und jetzt habe ich noch ein paar Zahlen für euch am Start. Ich habe das Ganze auch mal ein bisschen durchgerechnet. Wenn ihr jedes Mal einen Account für 2,20 € kauft und das Ganze auch nicht mit PaySafe Card bezahlt, sodass eben keine zusätzlichen Gebühren entstehen, könnt ihr euch mit insgesamt 10 Euro ganze 10.000 FIFA Points besorgen. Was könnt ihr mit 10.000 FIFA Points machen? Ihr könnt 66,7 Packs öffnen. Das ist auf jeden Fall auch richtig nice. Und insgesamt entsprechen 66,7 Packs dem Wert von 500.000 Münzen. Und am Anfang von FIFA 16 werden die Coins entweder gar nicht zu kaufen sein, weil ja jetzt die Price Ranges drinnen sind und FIFA das auf jeden Fall sicher ändern wird, beziehungsweise EA, sodass man eben so gut wie gar keine Coins kaufen wird, denke ich. Ich denke, das wird so sein und deswegen sind 500.000 Münzen schon mal eine richtig gute Sache. Und wenn es dann doch irgendwo Coins zu kaufen gibt, werden 500.000 Münzen im ersten Monat locker 20 bis 30 Euro kosten. Ich kann mir das nicht vorstellen, das wird zu 100% so sein. Um bei der ganzen Sache noch ein bisschen mehr rauszuholen, könnt ihr auch noch auf eine andere Seite gehen, die heißt fifasky.com. Auf der Seite habe ich damals auch schon Coins gekauft,
bzw. Accounts. Das hat eigentlich alles reibungslos funktioniert. Nur 1,79 Euro, das ist verdächtig wenig. Aber ich glaube nicht, dass die da irgendwas, irgendwas anstellen, dass die dich hier betrügen. Das glaube ich wirklich nicht. Das Einzige, was natürlich sein kann, das kann aber auch bei Golda sein, dass der Account einfach nach ein paar Tagen gesperrt wird. Aber da kann ich euch auf jeden Fall nicht versichern, dass das nicht passiert. Denn ich bin ja auch nicht selbst hier Golda oder FIFA Sky. Ich kann das selbst nicht bestätigen, ob EA das eben merkt oder nicht. Und von dem her will ich euch jetzt nicht zu 100% versichern, dass es auch funktioniert. Ich werde es auf jeden Fall machen und ich habe mir auch schon ein paar Accounts gekauft und die wurden auf jeden Fall noch nicht gesperrt. Aber seid bitte nicht böse. Falls ihr gesperrt wird, dann müsst ihr dann einfach nochmal Golda oder FIFA Sky anschreiben, wenn das innerhalb von einem Tag passiert. Denn da ist das, glaube ich, so, dass man dann eben sozusagen den Account nochmal bekommt, einen neuen Account oder eben das Geld zurück, das aber, glaube ich, nur innerhalb von einem Tag, das müsst ihr euch aber nochmal genau durchlesen, genau weiß ich das auch nicht. Auf jeden Fall gibt es auch sozusagen eine Geld-Zurück-Garantie. Und wie gesagt, hier können wir sehen, 1,79 wieder auf der PlayStation, das ist auf jeden Fall wesentlich günstiger, hier waren es ja 2,20 Euro und hier sind es 1,79 Euro. Dann gebt ihr noch den Rabattcode FIFASKY5 ein, da bekommt ihr 5% Rabatt und damit sind wir dann bei 1,70 Euro und das ist auf jeden Fall eine starke Summe. Dann gebt ihr hier euren Vornamen, Nachnamen, eure E-Mail-Adresse und Telefonnummer ein. Mit der Telefonnummer werden sie nichts machen, das ist einfach nur zur Versicherung, falls die E-Mail zum Beispiel nicht stimmt oder falls irgendwas falsch gelaufen ist. Ja, hier könnt ihr dann wieder bezahlen. Bei der PaySafeCard sind es aber diesmal 15%, wie wir hier sehen können. Aber ansonsten ist es genau dasselbe. Und wenn ihr dann zum Beispiel mit Visa bezahlt, müsst ihr genau 1,70 Euro bezahlen. Und das ist auf jeden Fall nochmal viel günstiger als bei Golda. Auf FIFA Sky habe ich das Ganze natürlich auch nochmal durchgerechnet. Wenn ich mir hier für 10 Euro insgesamt FIFA Points hole, für 10 Euro FIFA Points Accounts sozusagen, dann habe ich insgesamt 13.000 FIFA Points und das sind nochmal 3.000 FIFA Points mehr als bei Golda.com. Deswegen ist das auf jeden Fall noch eine richtig, richtig, richtig günstige Sache. Also das ist wirklich für die Schnäppchenjäger. Und dann will ich euch noch sagen, was ihr mit 13.000 FIFA Points anfangen könnt. Ihr könnt 86,6 Packs öffnen und das entspricht 650.000 Münzen. Bei Golda waren es ja nur 500.000 Münzen und deswegen ist das bei FIFA Sky auch noch um ein Stückchen billiger. Das einzige Problem könnte sein, dass die FIFA Points dann nicht auf einem Account, sondern auf vielen verschiedenen Accounts sind. Das heißt also, falls ihr irgendwo einen Ronaldo zieht, müsstet ihr die Coins auf euren Hauptaccount rüber transferieren, falls das in FIFA 16 überhaupt noch möglich ist. Aber eben, falls ihr einen Ronaldo zieht, könnt ihr den Account auch einfach als euren Hauptaccount verwenden, ihn einfach so verwenden, vielleicht dort Packs öffnen. Das ist auf jeden Fall auch keine schlechte Sache. Alles in allem ist es auf jeden Fall eine richtig gute Methode, um in FIFA 16 am Anfang schon mal richtig viele Coins zu haben und auch einmal ein paar Packs zu öffnen. Da könnt ihr nämlich ja, wie schon angesprochen, 86,6 Packs öffnen, wenn ihr das eben bei FIFASKY.com macht. Bei Golda waren es dann nur 66,7 Packs. Das war auf jeden Fall schon das Tutorial, wie ihr in FIFA 16 auf jeden Fall zu 100% einen guten Start hinlegen werdet. Da habt ihr dann am Anfang nämlich schon FIFA Points und auch FIFA Coins, wenn ihr dann eben Packs öffnet. Und falls euch das Ganze gefällt, falls ihr noch mehr Starter-Tipps für FIFA 16 sehen wollt, lasst gerne einen Daumen nach oben da, das würde mich auf jeden Fall riesig freuen. Und dann würde ich sagen, war es auch schon wieder mit dem Video, schreibt gerne in die Kommentare, falls ihr irgendwas nicht verstanden habt oder falls euch irgendwas aufgefallen ist, schreibt das wie gesagt in die Kommentare, da werde ich auf jeden Fall mit euch mitschreiben. Und dann sage ich auch schon wie immer, ciao Leute, FIFA All Stars.